Ja, liebe Freundinnen und Freunde, liebe Grüne in Nordrhein-Westfalen, das Jahr neigt sich zum Ende, ein ereignisreiches Jahr neigt sich zum Ende. Und da ist Zeit, mal innezuhalten, mal Pause zu machen, zurückzuschauen, nach vorne zu blicken. Und unsere Bilanz als Vorsitzenden dieser Partei fällt, glaube ich, sehr positiv aus. Sven, was meinst du? Also politisch in jeder Hinsicht. Das Jahr war super erfolgreich für uns. Wenn man sich an den Anfang zurückerinnert, wir hatten noch eine Regierung Rüttgers. Manche haben das ja schon wieder vergessen, aber das war der Anfang des Jahres. Mittlerweile ist NRW rot-grün und wir haben sehr, sehr starke grüne Akzente bereits gesetzt, haben eine tolle grüne Truppe in der Regierung. Also politisch ein sehr erfolgreiches Jahr für Nordrhein-Westfalen. Ja, und auch eine ganz tolle Partei, bei der wir uns am Ende des Jahres auch nochmal ganz herzlich bedanken wollen. Wir sind jetzt ein halbes Jahr im Amt und ich erlebe diese Partei als eine unglaublich aktive, motivierte Menschen, die jetzt auch nach vielen Wahlkämpfen, auch in diesem heißen Herbst gegen die Verlängerung der Laufzeiten von Atomkraftwerken, nochmal ein eindrucksvolles Zeichen auch auf der Straße gesetzt haben. Und das hat mich sehr beeindruckt und deswegen gilt auch unser Dank heute mal an alle Mitglieder im Lande, die so toll sich für dieses Projekt Grün engagieren. Genau, ihr seid eine super Partei, ihr habt eine tolle Arbeit geleistet und deswegen freuen wir uns ganz besonders, wenn wir nächstes Jahr dann hoffentlich auch unser 12.000. Mitglied im Landesverband begrüßen dürfen. Wir sind da sehr optimistisch, die Zahlen gehen sehr nach oben, aber vor allem habt ihr es jetzt erstmal verdient, am Ende des Jahres ein bisschen innezuhalten, euch zu entspannen, euch ein bisschen Zeit zu nehmen für Familie, für Freunde, für gute Bücher, für Musik, für Sauna, was auch immer ihr vorhabt. Das habt ihr euch verdient und wir freuen uns auf jeden Fall sehr auf die Arbeit mit euch im nächsten Jahr. Ja, auf ein tolles 2011, auf das Nordrhein-Westfalen mit euch zusammen noch ein wenig grüner wird. Und wir freuen uns drauf. Ja, bis dahin.